Also, wir machen heute Jazz. Wir haben uns anstecken lassen, obwohl ich nicht mit dem Trend mit der Haarfarbe, mit den Haarfarben mitrenne, haben wir uns entschlossen, das mal zu testen. Das ist ja jetzt gerade neu rausgekommen, die Colorista-Serie. Ja, jeder von uns nimmt eine unterschiedliche, also ein unterschiedliches Produkt. Ja. Es gibt da ja verschiedene Produkte von. Weil wenn man möchte, dass es nur einen Tag hält, dieses Spray, das haben wir jetzt auch da, aber das nehmen wir heute nicht ins Video rein. Falls es euch aber interessiert, sagt Bescheid, dann testen wir das auch gerne nochmal. Denn wir haben uns beide für rosa entschieden. Wir mögen beide immer dasselbe. Ich nehme allerdings jetzt Colorista Washout. Achso, da seid ihr. Sorry. Das nehme ich. Das soll laut Anweisung nach jeder Haarwäsche ein bisschen verblassen und nach 2 bis 3 Haarwäschen soll es draußen sein. Werde ich euch dann berichten, ob das dann auch stimmt. Und Cindy hat sich dafür entschieden, das ist für eine permanente Haarfarbe. Ja, aber nur so zur Info, dass ihr wisst, was wir für Ausgangshaare haben. Meine Haare sind ja heller gefärbt, also blondiert. Hier unten in diesem Bereich, in diesem Ombre-Bereich, sind meine Haare heller gemacht. Und deswegen wird das wahrscheinlich dann auch ganz gut funktionieren. Wie es auch hinten drauf steht, in dem dunkleren Haar klappt das nicht, da sieht man gar nichts davon. Und Cindy hat ja jetzt auch, das ist nicht ihr Naturhaar, das ist auch helleres, was gefärbt ist und bei ihr rausgewachsen ist. Einer von denen. Nur, dass ihr wisst, was wir hier für Haare haben. Denn man muss für beide Produkte helleres Haar haben. Auf dunklem Haar funktioniert das nicht. Und ich weiß nicht, ob Cindy schon zu dunkel dafür ist. Deswegen testen wir das jetzt. Wir machen das und für probieren euch. Das jetzt. Ich mache mir meine Haare. Man sieht auch echt alles. Also der Hintergrund ist heute echt scheiße. Aber wir müssen es im Bad machen, damit wir, damit wir nicht alles vollkleckern und alles dreckig machen. Cindy führt jetzt die Kamera, wohin ich mir die Farbe auftrage selber. Und dann mache ich das bei Cindy und dann gucken wir mal, wie wir das aufnehmen. Da ist nämlich auch so ein Zettel drin, da steht auch alles so ein bisschen drauf. Da kann man sich aussuchen, welchen Look man nimmt, was man von den 3 Damen, die da auf dem Bild sind, haben möchte. Ich nehme jetzt halt diesen Ombre-Look. Ich weiß ja ungefähr, also ich weiß ja, wie man das macht. Ich würde das so oder so so machen. Und ja, also hier ist auch nur eine Tube drin. Ich zeige euch das mal kurz. Nur eine Tube ist da drin. Ist ja halt auch keine Haarfarbe, es ist halt eine Tönung. Ein Produkt und wir legen mal los. Also, es geht los. Ich habe jetzt mich vorbereitet, wie es auch ganz normal ist. Das sollte ja wissen, mache ich. Habe meine Haare jetzt gebürstet, habe mir einmal hier eine Hälfte und einmal da eine Hälfte genommen. Und jetzt soll man das auftragen. Ich nehme jetzt nochmal so einen Kamm. Das ist ein bisschen einfacher. So, jetzt soll man das nämlich einfach drauf rausnehmen. Ich bin gespannt. Ich nehme jetzt erstmal einfach das hintere Stück, würde ich sagen. Und nehme ich das vordere Stück. Nehme ich das vordere, dann ist es schon mal weg. So, ihr seht ja, bis hier habe ich so blond ungefähr. Hier mache ich das auch. Es steht auch alles ein bisschen auf der Verpackung erklärt für ein bisschen einfachere. Ich mache jetzt einfach mal so. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? Ja, wir machen dasselbe jetzt auch bei Cindy. Hier in diesem Bereich, da klatschen wir jetzt auch die andere Farbe drauf, die sie sich ausgesucht hat. Kämmen das schön ein, arbeiten das schön ein, genauso wie bei mir. Ja, wir kämmen das jetzt weiter durch und machen das überall hin. Und dann, zeigen wir euch, wenn Cindy fertig ist. So. Wie ihr sehen könnt, seht ihr bei mir nicht. Es hat sich nicht viel verändert. Es hat sich etwas aufgehellt, aber das war es dann auch. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr Haare wie ich vorher hattet, gefärbte Haare, dann wird das wahrscheinlich nicht so viel ändern. Und wenn ihr Naturhaare habt, dann wird es vielleicht was ändern, ne? Dann würde es vielleicht ein bisschen heller werden. Aber bei mir ist leider nichts passiert. Wie nein, Farbe auf Farbe wird nicht heller, nur so zur Info. Das ist ein Rosé-Stich, sagt Romy, aber ich sehe da jetzt nicht so viel den Unterschied, nur dass es etwas heller geworden ist, aber ja. Ein Versuch war es ja wert und ja. Bei mir ist es was geworden, wie ihr seht. Ich bin rosa. Es war bei mir fast richtig pink an einigen Stellen, deswegen ich habe sie schon 2-mal gewaschen. Aber Romy geht es ja schon schnell wieder raus. Also was heißt 2-mal gewaschen? Einmal mit Shampoo und einmal noch ausgespült, weil ich mir noch so eine Kur reingemacht habe.
Aber es ist jetzt um einiges heller geworden von diesem einen Mal richtig mit Shampoo waschen. Auf jeden Fall, diese 1 bis 2 Wochen Tönung ist super. Diese Farbe wird wahrscheinlich nur gelingen, wenn ihr richtig hellblondes Haar habt. So platinblond. Und dann das da drauf, da kommt dann dieser Rosé-Stich einfach nur dazu. Aber selbst wenn ihr Naturhaar habt und so Naturhaarfarbe wie Cindy und ich, werdet ihr vielleicht 1-2 Töne heller, aber dann eher dieses Goldige. Es wird niemals dieses rosige, helle Wasserstoffblond, was auf dieser Packung ist. Nur so zur Info. Ich bin ja auch um einiges heller gewesen, hier zum Beispiel, in dem Bereich, als Cindy jetzt. Deswegen ist es bei mir halt gelungen mit dem Rosa. Und ich denke mal, dass in diesem Bereich dann auch die anderen Farben klappen würden. Also diese von dieser Tönung, wenn ihr helle Haare habt, dann klappen wahrscheinlich alle Farben. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Genau. Und ja, ihr könnt uns ja gerne mal drunter schreiben, falls ihr das selber auch schon ausprobiert habt, was ihr denn dazu sagt. Und welche Farbe ihr auf jeden Fall benutzt habt, das würde mich auf jeden Fall richtig interessieren. Also cool. Wie gesagt, das können wir euch empfehlen. Und das vielleicht nur, wenn man ganz naturhell blonde Haare hat oder richtig hellblonde Haare gefärbt hat. Ja. Und wenn euch so eine Videos gefallen, dass wir mal was ausprobieren, dann schreibt es in die Kommentare, weil sonst wissen wir es nicht. Genau, ob euch sowas gefallen hat, ob ihr noch mehr sowas sehen wollt von anderen Produkten. Und ja, ich würde sagen, lasst uns einen Daumen hoch da, wenn euch dieses Video gefallen hat, kommentiert fleißig unten und abonniert unseren Kanal, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder und wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.